Da sitzen wir mal wieder, wir Grimms. Am Schreibtisch. In der Bibliothek. Im Museum. Und während andere draußen die Gegenwart so umwälzen und morgenrot finden, sitzen wir in der Vergangenheit. In der Vergangenheit der Kunst. Wir sammeln. Beim Trödler im Antiquariat bei der Bücherauktion. Und was wir uns nicht kaufen können, wird exterpiert. Also abgeschrieben. Jakob, ich denke, wenn wir auf unsere Art fortfahren und dass es auf einen Plan ankommt, ist gewiss wahr, dann werden wir ein paar hübsche Werke sammeln. Und es versteht sich von selbst, dass wir etwas mehr Zeit darauf verwenden können. Na, müssen. Und vor allem für immer zusammen vereinigt. Mama, wir wollen Märchensammler werden, von Beruf.